Hier ist mal eine Statistik, die uns eine ungefähre Idee geben kann, was für Frauen wichtig sein kann. Wobei ich hier natürlich gleich wieder eine dicke Einschränkung machen muss, denn Frauen sind oft nicht nur sich selbst unehrlich gegenüber in Bezug auf das, was sie wollen und brauchen, sondern eben auch anderen gegenüber, also wenn man sie explizit danach fragt. Naja, eine ungefähre Idee, was nützlich sein kann und viel wichtiger noch, was eventuell überbewertet ist, bekommen wir trotzdem hier in dieser Umfrage. So, die dunkelblauen Balken, die du hier siehst, sind die Frauen und die hellblauen die Männer. Die interessantesten Ausschläge und Unterschiede zwischen männlich und weiblich, die siehst du hier gleich beim ersten Balken, bei dem es um die Manieren und die sogenannte Bildung geht. Also hier meinen Frauen wohl nicht deinen Schulabschluss oder Notendurchschnitt, sondern eher dein Allgemeinwissen und dein allgemeines Auftreten, würde ich mal sagen. Und vermutlich schließt das auch deine rhetorischen Fähigkeiten ein, die du ja auch gleich beim Ansprechen von Frauen brauchst. Außerdem sind noch Hobbys und Interessen sowie deine Zukunftspläne für Frauen sehr wichtig. Das ist ja das, was ich hier auch immer sage. Frauen brauchen in dir nicht unbedingt den gemachten Erfolgsmann, sondern eher deine Ambitionen dafür. Also, dass etwas in deinem Leben passiert und deine und damit auch ihre potenzielle Zukunft gesichert ist. Genau deshalb kannst du hier auch den letzten Punkt, nämlich das Einkommen Frauen, wie es hier scheint, gar nicht wichtig sei, relativieren. Also Allgemeinwissen, Bildung und Zukunftspläne und auch soziale Fähigkeiten korrelieren ja im besten Fall direkt mit Einkommen bzw. Aussichten auf Einkommen. Naja, okay, darum geht's jetzt hier weniger, sondern ich will hier eher zum Ausdruck bringen, dass die Aspekte proaktives Auftreten, Umgangsformen, ein weites Feld von Hobbys und Interessen sowie deine Erfolgsaussichten relevant für die Ladies sind. Du brauchst also nicht den IQ eines Werner von Brauns, du musst keine Surferfigur auf den Tisch bringen und du brauchst auch kein Penthouse in New York.